Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Vortragsreihe. Wisst ihr, wo und wie eine Content-Strategie beginnt? Und der direkten Antwort: Wir schon. Ist immer noch das Gleiche, die gleiche Person, die das behauptet. Das bin ich, Kai Warmus, Director Customer Services, und hinter mir das tolle Team der Firma Eckets aus Bochum, mit dem ich die Ehre habe, seit 15 Jahren zusammenarbeiten zu dürfen. Und auch hier an dieser Stelle wieder herzlichen Dank an das Umago-Team für diese tolle Plattform. Im ersten Teil haben wir uns mit den Arten von Content beschäftigt, die es gibt, und dabei herausgefunden, dass das mehr als nur Texte, Bilder und Attribute sind. Im zweiten Teil haben wir uns Systeme angesehen, welche die unterschiedlichen Arten von Content beherbergen und damit eine Zusammenführung aus Teil 1 und Teil 2 vollzogen. Jetzt geht es darum, eine wirklich solide Grundstrategie aufzusetzen. Die Betonung liegt auf Grundstrategie. Das bedeutet, wir schauen uns die wesentlichen Phasen und Abschnitte an, die existenziell sind, um solide Grundarbeit für alle Verwender und Konsumenten zu schaffen. Entstehung. Das bezeichnet die Entstehung des ersten digitalen Objektes. Wir erinnern uns, wo entsteht ein digitales Objekt? Und wir müssen noch einen zweiten Prozess mit einblenden. Das ist Onboarding. Denn wir müssen an der Stelle Händler von Industrie und Herstellern unterscheiden. Und es gibt die Option eines Herstellers, der auch gleichzeitig Handelsware oder Zukaufartikel im Sortiment hat. Der benötigt nämlich im Zweifel beide Prozesse. Aber von vorn. Onboarding in dieser Strategie meint das Onboarding von Lieferantendaten. Ein Hersteller hat, sofern er keine Handelsware oder Zukaufartikel im Sortiment hat, kein Onboarding. Oder kein Onboarding-Prozess, denn genau wie die Produkte oder Dienstleistungen entstehen in erster Linie bei ihm selbst im Haus und damit auch der identifizierende Content. Ein Händler hingegen hat als Datenquellen nur die Daten von Lieferanten bzw. wiederum Herstellern, welche diese digital zur Verfügung stellen. Das tun sie in den unterschiedlichsten Formaten mit eigenen Attributen. Das bedeutet halt, man hat einen Prozess, wie diese Daten ins Unternehmen kommen. Wenn ein Hersteller auch Handelsware hat zum Beispiel oder Zukaufartikel, dann hat er zwangsläufig beide Quellen. Deswegen stehen die bei uns hier am Anfang zur Entstehung unseres Contents und ganz zu Beginn der Strategie. Konsolidierung ist ja der nächste Punkt. Was würde hier passieren? Alle Produkte, Artikel, Dienstleistungen würden in der Systemwelt ja digital entstehen. Ein Händler hätte zu diesem Zeitpunkt die Herausforderung, in den Daten der Lieferanten seine Produkte und Artikel überhaupt erstmal zu erkennen, zu identifizieren und die Daten, so wie sie der Lieferant sieht, also mit seiner eigenen Brille, seinen Attributen und Texten, wiederum auf die eigene Sicht zu mappen. Er konsolidiert also das erste Mal Daten, sodass diese fehlerfrei durch die weiteren Prozesse laufen können. Allein in dieser Phase steckt sehr viel Potenzial, um Folgeprozessen ideale Voraussetzungen zu schaffen. Denn alles, was hier schon konsolidiert und gefiltert wird, führt zu weniger Fehlern auf allen Folgeprozessen, die wir uns gleich noch anschauen. Aus diesem Grund ist das sowas wie ein erster Teil unserer Content-Strategie, der hier auch endet. Und weil Vertrauen gut, Kontrolle aber wesentlich besser ist, sollte genau nach Abschluss dieser Phase ein erstes Quality Gate installiert werden. Das bedeutet, regelbasiert die Daten zu prüfen und gegebenenfalls fehlerhafte oder unvollständige Daten zu blocken und Hinweise auf Fehler zu geben, damit dann zielgerichtet Maßnahmen ergriffen werden können. Hierbei geht es im Kern darum, einfach die Objekte klar zu kennzeichnen, die aufgrund von fehlenden oder nicht validen Informationen oder falschen Informationen im Zweifel auch auszuschließen und weil sie den Folgeprozess behindern würden. Also sie quasi vor dem Gate zu lassen. Und warum noch? Weil man sagen kann, diese Daten bleiben davor und können vielleicht in eigene Prüfprozesse überführt werden. Oder man wartet einfach, bis die nächste Datenlieferung kommt, und damit vielleicht eine Kontrolle, eine Korrigierung der Daten erfolgt. Wenn wir es bis hierhin geschafft haben, dann erinnern wir uns vielleicht auch mal ein bisschen an den ersten Teil. Da hatten wir schon mal sowas wie klassifizierenden Content. Also ich habe hier jetzt die Objekte sind frisch entstanden. Sie sind das erste Mal in meinem System. Und das System hat auch gesagt, für das, was ich in der ersten Phase brauche, sind sie alle valide und korrekt. So, jetzt, wo wir uns sicher sein können, dass es alle Produktartikel und Dienstleistungen geschafft haben und valide sind,
sollten wir diese digitalen Objekte klassifizieren, ne, um aus diesem digitalen Objekt auch ein wirkliches T-Shirt zu machen, um bei unserem ersten Beispiel zu bleiben. In der Regel machen das vor allen Dingen die Hersteller, weil die bis zu diesem Zeitpunkt sich auf Produktionsdaten, Produktionsprozessdaten berufen, die entstehen. Ein Handelsunternehmen hat zu diesem Zeitpunkt möglicherweise schon sogar klassifizierende Daten, weil die mit übermittelt wurden. Dann heißt es aber trotzdem nachschauen, ob das alles korrekt ist oder ob man eine eigene Klassifikation, sowas wie eine Hausklassifikation, noch beisteuert. Die Klassifikation eines Objektes hat noch einen weiteren Vorteil, denn an einer Klassifikation definiert man auch immer direkt den Merkmalsumfang, der benötigt wird, um das Objekt, um das es geht, zu beschreiben. So, das haben Klassifikationen unabhängig von Industriestandards, die man so kennt, oder Hausklassifikationen an sich. Sie beschreiben und klassifizieren Objekte anhand von fest vorgegebenen Attributen. Konkret, bei einem Hersteller wissen die Content-Verantwortlichen nach der Klassifikation, welche Daten beschafft werden müssen und den Produktcontent vollständig zu haben. Bei einem Händler sehen die Content-Verantwortlichen, ob ihnen die Lieferantendaten ausreichen, die im Onboarding-Prozess gekommen sind, oder ob sie noch Content beisteuern müssen, um im Sinne einer Klassifikation ein voll beschriebenes Objekt, Produkt, Artikel, Dienstleistung zu haben. Bei Händlern empfiehlt sich vor allem hinsichtlich der Abgrenzung auf einem umkämpften Markt, hier wirklich guten Content zu erstellen und ihn auch über solche Klassifikationen zu erweitern, damit man auf der granularen Attributsebene in Vergleichsportalen klare Vorteile hat. Derjenige, der dort die meisten Informationen hatten und sie granular aufbearbeitet hat, ist dort klar im Vorteil. So, dann kommen wir zu einem ziemlich großen Abschnitt und der ist zusammengefasst unter Erfassung, Anreicherung und Veredelung. Das ist auch der Teil, der am meisten Gefahr birgt, dass man sich innerhalb dieses Abschnitts verzettelt. So, wenn man sich aber bis hierhin in einem vordefinierten Rahmen bewegt hat, dann stehen einem jetzt schon die zu erfassenden Daten, soweit nicht vorhanden, durch die Klassifikation zur Verfügung, im Zweifel halt noch leer. Das bedeutet, es ist klar definiert, was auf der Ebene der physisch-technischen Daten gefordert ist. Die würden dann halt erfasst. Auf der Ebene der Anreicherung und Veredelung wird es dahingegen schon schwieriger, weil dieser Prozess ist ein anderer. Da geht es nicht mehr um die feingranularen Einzeldaten, sondern da geht es darum, ein Konzept zu haben, die bekannten Daten anzureichen und zu verfeinern. Also es geht um die Information mehr, die dem Käufer Sicherheit geben kann oder die eine Eigenschaft noch konkreter macht. Vor allem bei konfigurierbaren oder sehr variantenreichen Produkten ist das sehr wichtig, denn ist der Käufer unsicher, ob das Produkt passt oder die Funktion seinen Wünschen entspricht, entscheidet er sich gegebenenfalls um. Anreicherungen bzw. Veredelungen sind auch das Beisteuern von Fremddaten wie Bewertungen, Klimadaten bei Reisen, also alles emotionaler Content zu einer gesamten Produktfamilie. Und, auch da haben wir jetzt wieder den Bogen zum ersten Teil, an dieser Stelle greift auch die Chance, zum Beispiel faktischen Content zu erfassen. Und man kommt in dem großen Bereich an ein ganz großes Thema. Und das ist in der Strategie wohl das Thema, was den meisten Zündstoff mit beinhaltet, das sind Texte. Hier gibt es so viele Vorstellungen und Anforderungen und ebenso viele Entscheidungen zu treffen. Und unweigerlich wird hier immer über Prosatexte oder Bulletlisten debattiert. Und unique sollte der Content auch noch sein und so weiter und so fort. Es hilft immer mal, einen Schritt zurückzugehen. Beispiel ist zum Beispiel, man kann einen Kugelschreiber für 3 € auch mit 1000 Worten beschreiben. Das ist bestimmt möglich. Man kann das auch noch in 5 Varianten für unterschiedliche Texte vorhalten. Ob jedoch Aufwand und Nutzen gerechtfertigt sind, bleibt zu klären. Fakt ist, dass es für eine solche Beschreibung genug Input geben muss, also Content, und das kostet schlicht und ergreifend Zeit. Man muss sich an der Stelle mal vor Augen führen, dass wir bis dato aber schon so viel Content beschafft haben, und dann empfiehlt es sich, dass man sich damit beschäftigt, wie dieser technisch-faktische Content so bereitgestellt werden kann, dass er a. zum Beispiel einem Texter genug Input gibt, um einen fachlich und technisch hundertprozentig richtigen Text daraus zu erfassen, oder sogar ich so viel Informationen habe, um einen Textgenerator zu befluten.
Jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, den hatten wir schon mal im ersten Teil und im zweiten Teil haben wir es als System mit aufgelistet, einen Textgenerator. Es empfiehlt sich wirklich, sich mal zeigen zu lassen, was diese Systeme heute in der Lage sind zu leisten. Ich kann nur sagen, dass die Systeme Ergebnisse produzieren, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. Grundlage bleibt aber, dass wir auf der Strecke bis hierhin eine solide Datenbasis aufgebaut haben. Da haben wir auch zugearbeitet bis zu dem Punkt, die ausreichend genug ist, um so solche Systeme zu befluten. Das Ergebnis von solchen vorgenerierten Texten, die für bestimmte Warengruppen ohne weitere Modifikation verwendet werden können, ist halt so, dass man sagen kann, es kann entweder eine Schreibvorlage sein oder es ist für bestimmte Kanäle schon vollkommen ausreichend. Bei anspruchsvolleren Texten oder bei emotionaleren Produkten oder Premium-Produkten heißt das ja nicht, dass ein Texter da nicht nachher noch rangehen kann. Wichtig ist, dass alles, was er tut, fachlich auf absolut korrekten Daten basiert. Und das ist die Chance, die dahinter steckt. Wenn man das alles irgendwie gemacht hat, dann hat man ja jetzt ziemlich viele Prozesse durchlaufen. Man hat zusätzliche Daten erfasst, man hat es angereichert, veredelt und man hat vielleicht auch noch Texte vorbereitet. Man hat natürlich Assets und Bilder beigesteuert, das ist nicht zu vergessen. Zusätzlich natürlich gehört zur Veredelung auch sowas wie Benutzerhandbücher, PDFs, Datenblätter, also alles, was man sich so vorstellen kann, was in einer Produktwelt wichtig ist für einen Kunden. Dann sollte man jetzt diese Phase auch durch ein Quality Gate abschließen, weil auch die final entstandenen Daten müssen nochmal validiert werden. Kleine Empfehlung am Rande, bei der ersten Erstellung von solchen Quality Gates sollte man die Latte nicht gleich zu hoch legen. Was will ich damit sagen? Nicht jeder Fehler, der einem in seiner Geschichte als Content Manager oder Texter in den letzten 2 Jahren mal passiert ist, muss gleich durch ein Quality Gate verifiziert werden. Es nützt ja nichts, wenn dadurch nur noch die Hälfte der Produkte online gehen kann, weil das Quality Gate die Produkte nicht durchlässt. Das heißt, zu kontrollieren sind in erster Linie fachliche Fehler, die auf dieser Strecke immer noch passieren können. Wir erinnern uns, wir haben eine Klassifikation, die hat uns eventuell noch technische Daten hingelegt, die leer sind, die wir beisteuern müssen. Das heißt, logische Fehler sind zu identifizieren. Beispiel, ein Feld muss 13 Zeichen haben, es sind nur 12 eingegeben. Es sollen für online immer mindestens 2 Bilder in einer bestimmten Auflösung vorhanden sein, es ist aber auch nur ein einziges Bild hinterlegt. Weil es ist viel wichtiger, die Quality Gates auf die Anforderungen zum Beispiel von Ausleitungen anzupassen, weil es ist durchaus ein Unterschied. Mindestanforderungen an eine Datenqualität können zum Beispiel zwischen Eigen- und Fremdvertrieb schon bestehen. Also wie gehe ich damit um als Hersteller, dass ich einen Eigenvertrieb habe und einen Fremdvertrieb und was für Quality Gates müssen beide Kanäle erfüllen? Oder das plastischste Beispiel ist Content, der für einen Katalog benötigt wird, der eine Begrenzung in der Dimension hat, hat eine andere Anforderung als Content für einen Shop oder für ein Vergleichsportal oder einen Konfigurator. So, und dann kommen wir nämlich auch dahin, wenn es dann passiert ist und für diese Kanäle, für die die Quality jetzt alle die Freigabe gegeben haben, dann kann jetzt dieser Content ausgeleitet werden. Und was vielleicht noch nicht so ganz klar geworden ist auf dieser Strecke ist, wir sind jetzt in einer Content-Strategie unterwegs gewesen. Das heißt, wir haben jetzt eine Ausleitung unterstützt, in alle Kanäle basierend auf einer Datenbasis. Und trotzdem kann sich der Content jetzt, wenn man der Strategie gefolgt ist, pro Kanal unterscheiden. Weil es ging nur darum, in dieser Strategie den Content in die Breite zu streuen und so viel Daten zu erfassen, dass ich halt konsolidiert sagen kann, Kanal A bekommt dies, Kanal B bekommt jenes. Und wenn wir schon hier hinten angelangt sind, auch das gehört zu einer soliden Content-Strategie, denn auch hinsichtlich von Content muss man nicht zum digitalen Jäger und Sammler werden. Wenn ein Produkt oder ein Artikel oder auch eine Dienstleistung wirklich ausgelistet werden, gibt es sicherlich teils gesetzliche Vorschriften, die zu einer Speicherung der Informationen für einen gewissen Zeitraum verpflichten, aber auch danach sollte dieser Content gelöscht werden. So. Und jetzt ist das Ganze selbstverständlich keine Einbahnstraße. Jetzt verlassen wir mal unseren Zeitstrahl und gucken auf diese kleinen Preise, die dort dazugekommen sind. Von Import und Onboarding an.
Ne, die Entstehung selbst nicht. Es ist bei einem Hersteller, da ist einmal was entstanden und dann ist es entstanden. Aber vom Onboarding an wiederholt sich das, ne, denn ein Onboarding wiederholt sich schon dadurch, dass die Lieferantendaten fortlaufend aktualisiert werden, unabhängig jetzt darum, wie der Zyklus dahinter ist. Und damit wiederholen sich sofort auch alle möglichen Prozesse, die dahinter greifen. Konsolidierung, denn nach der Aktualisierung muss auch hier wieder konsolidiert werden. Und es müssen die Quality Gates prüfen, ob diese Veränderungen immer noch das Produkt oder das Objekt berechtigen, auf unserer Strecke weiterzulaufen. Was seltener passiert ist, deswegen ist es grau in dieser Grafik, ist, dass sich Klassifikationen eines Produktes verändern. Ne? Also profane Artikel wie ein T-Shirt bleibt eben ein T-Shirt. Es gibt aber durchaus technische Produkte, die sich durch ihre Weiterentwicklung über die Zeit so weiterentwickeln können, dass sie einer neuen Klasse angehören. So, aber nicht nur deswegen wiederholen sich das, es wiederholt sich quasi auch die Erfassung und die Veredelung und die Anreicherung. Immer wenn sich an den Grundsätzen etwas verändert, kann das einen Einfluss darauf haben, dass jemand eine Information bekommt, um zu sagen, es gibt wesentliche Veränderungen, die vielleicht auch dazu führen, dass Texte aktualisiert werden müssen, dass Abbildungen nicht mehr korrekt sind, weil die Farbe eines Produktes sich verändert hat. Und das betrifft aber halt nicht nur einfach so eine Farbe, sondern auch Varianten oder Ausprägungen. Es gibt eine neue Größe, es gibt eine neue Farbe, hatten wir schon, es gibt eine völlig neue Ausprägung eines Produktes oder einer Variante. Das sind alles wiederholende, sich auf unsere Content-Strategie auswirkende Prozesse. Und wir müssen das natürlich immer dann, wenn es sich verändert hat, auch ausleiten. Das heißt, wesentliche Veränderungen, auch hier muss die Content-Strategie Prozesse bieten, die sagt, welche relevanten Veränderungen haben auch Auswirkungen auf bestimmte Kanäle. Oder, ne, also da gibt es grundsätzliche Veränderungen. Wenn sie ein Produktname verändert, dann wird es alle betreffen. Wenn es Daten verändert, die vielleicht für Vergleichs- oder Konfiguratoren, Vergleichssysteme oder Konfiguratoren sind, dann sind es vielleicht nicht alle Daten und nicht alle Kanäle müssen parallel mit informiert werden. Was haben wir dann bis jetzt geschafft? Wir haben einmal auf dieser Achse geschaut, was brauche ich eigentlich alles in meiner Content-Strategie, um gerüstet zu sein, um von vorn bis hinten, von der Entstehung bis zur Wiedervorlage einem Objekt, ob das jetzt ein Produktartikel oder eine Dienstleistung ist, immer wieder zu beachten und sie schön sauber durch den Prozess zu leiten, sodass sie hinten mit wenig Aufwand auch in die Kanäle gebracht werden können. So. Und dann ist die große Frage, wo beginnt denn jetzt Content Marketing? Naja, ganz einfach, eigentlich direkt nach der Entstehung beziehungsweise nach dem Onboarding von Content. Aber das mache ich jetzt zum Cliffhanger, denn hiermit endet der vorletzte Teil dieser Vortragsreihe. Und wir machen mal einen kleinen Ausblick. Ich freue mich dann nämlich auch schon auf den letzten Teil, der das Ganze abrunden soll, mit einer Betrachtung, wo und wie Content Marketing von einer solchen Content-Strategie denn partizipieren kann. Also ich würde mich freuen, euch auch im vierten und letzten Teil wieder begrüßen zu dürfen, wenn es dann heißt, auf dem Weg zum Content Marketing oder wie partizipiert das Content Marketing von einer durchgehenden Content-Strategie. Bis dahin bleibt mir nur, euch alles Gute zu wünschen. Schöne Tage weiterhin, bleibt gesund und ich würde mich echt freuen, wenn wir uns auch im letzten Teil wiedersehen würden in dieser Vortragsreihe. Bis dann, euer Kai.